Willkommen zu Notruf. Abonniert, um keine weiteren Folgen von Notruf zu verpassen. Ich werde mich auch über ein Like freuen. Machen wir weiter. Letzte Folge waren wir bei der Freiwilligen Feuerwehr, jetzt sind wir bei der Berufsfeuerwehr weiterzumachen und gucken mal, welcher Einsatz jetzt uns erwartet. Es kam kein neues Update. Dann mal gucken. Kurz mal Zeit überspringen. 8.35 Uhr haben wir es jetzt. Welches Fahrzeug muss ausrücken? Containerbrand. Achtung, Brandschutz, Containerbrand. Einsatz für TLF 1, Lippenstraße. Das könnte auch Bushalten. Stiller Brand sein. Da muss uns jetzt auch beeilen. Sonst jetzt beeilen. Mal gucken. Containerbrand oder. Ich möchte jetzt Einsatzmodus. Nee, da lang müssen wir. Ja. Muss noch das Licht einstellen. Muss man lang. Lenkung ist heute ein bisschen anders. Jupp. Dann wissen wir es nicht. Dann muss uns noch schneller beeilen. Mal gucken, ob man mit 80 hier um die Kurve kommt. Nein. Gut, das sollte man nicht ausprobieren. Der hat mir jetzt schon Unfall. Nächste Folge bei uns noch schneller irgendwo gegenzufahren. Das zu vermeiden. Aber hier ist die Lenkung ganz gut. Gerade für die Kurven. Jetzt sind wir 80 km/h. Bald sind wir 90. Geht zum Berg hoch. Nein. Hier war die Bushaltestelle. Ah, Containerbrand. Ne, da. Nein, nicht. Haben wir rechtzeitig gebremst. So schnell fährt man nicht zum Einsatz. So. Dann einmal absitzen, Ortsbegehung und. Und Schnellangriff, sage ich einfach mal. Dann sage ich, nee, ABC. Schnellangriff. Warum kann ich es jetzt noch nicht machen? Ich will mal wechseln. Kann es weitermachen. Gut. Da, Schnellangriff. Gut. Hier brennen ein paar Mülltonnen, zwei Stück. Leitstelle weiß Bescheid. Ach, den Hydranten suchen wir noch. Hier gibt es noch mehrere Hydranten. Nur den einen. Da ist ein Hydranten. Jetzt müssen wir uns beeilen. Sonst greift das noch über ein Haus rüber. Was sind da? Sind die Artenschutzgeräte? Mal anziehen. Und Schnellangriff. Da brauchen wir auch keine Wasserversorgung. Und gleich das Feuer bekämpft. So schnell geht's. So.
sind noch Glutnässe, aber die sind richtig abgebrannt. Wir waren doch schon super schnell. Denn nach Glutnestern suchen. Das ist ein neuer Einsatz. Den hatten wir auch nicht. Ich sehe, es ist weiß. Sind das wirklich keine? Das wäre wirklich der erste Einsatz. Ne, da ist schon was gesehen. Was will der? Hier sind noch Glutnester. Hier ist noch. Warum soll ich noch dichter rangehen? Da sind noch Glutnester vorhanden. Da sind noch welche. Kannst mal nachprüfen. Doch, das sind Glutnester. So, jetzt holen wir die Heugabel, weil die Glutnestgabel. Und gleich können wir auch wieder schweben. Mal gucken, ob das klappt. Du kommst schneller runter. Nee, geht nicht. Geht? Nee, geht nicht. Da müssen auch noch Glutnester sein. Hier ist nicht. Löschen wir mal weiter. Den kleinen Flächenbrand. Das kann man keinen Flächenbrand nennen. So, nochmal nachprüfen. Muss bestimmt wieder Wasserversorgung aufbauen. Ist da noch was? Bestimmt kein erkennbar. Gut, ich guck nochmal. Dann können wir nicht zusammenpacken. Irgendwas fehlt wieder. Manchmal liegt das im Wassertank, manchmal fehlt auch nur was. Packen wir Wärmekamera, Heugabel wieder zurück. Wo kommt die Wärmekamera rein? Ich gehe mal an andere Ansicht. Kommt die damit da? Die Heugabel zurück und dann sollte es wieder gehen. Einmal hatte ich, da muss man das Ganze alleine einräumen. Wenn das auch nicht funktioniert. So, Heugabe zurück. Klappe zu. So, jetzt. Da muss man irgendwas wieder zurückbringen. Gucken. Jetzt. Oder mal gucken, jetzt nochmal. Jetzt haben wir alles wieder zurückgepackt. Schließen. So. Ne, dann brauchen wir Wasserversorgung. Einmal die Hydranten. Hydrant muss da rein. Ja, kann ich. Brauchen wir noch Wasserversorgung? Welchen Schlauch? Nee. Das ist mein Verteiler. Ja,
Welcher Schlauch ist es denn? Steht nicht. Jetzt muss kurz noch der Wassertank aufgefüllt werden. Das ist der B-Schlauch. So, jetzt. Jetzt ist der Wassertank voll. Kann ich es trennen? Ja, jetzt. Jetzt kann ich aufrollen. Bringen wir wieder zurück den B-Schlauch. Mal gucken, hier haben wir für den Schaum. Das funktioniert nicht. Das haben wir schon mal in einer anderen Folge ausprobiert mit dem Containerbrand. Da hat hier nichts funktioniert. Das muss noch bearbeitet werden, die Bugs. Ich habe erst gedacht. Aber wir haben eigentlich einen Schaumtank. So, das alles funktionieren. Es wäre ganz einfach gewesen, der Einsatz. Hat das komplette TF nicht funktioniert. So. Du bist Maschinist. Dann können wir jetzt abrücken. So, schließen. Da oben ist noch der Löschmonitor, da auch nicht richtig funktioniert. Wenn man mal den Ausknopf findet, dann funktioniert er. Arme. Ja, dann bis zur nächsten Folge. Und warum ist es gerade so hell beim Spiel? Bis zu den nächsten Folgen von Notruf.